dem Reich der Heidehasen gibt schon viele Jahre lang. Den Musikverein zur Pflege von Konzert und von Gesang. Dort singt jeder mit Begeisterung im gemischten Hasenchor. Und den Taktstock führt seit langem Herr Direktor Wackelohr. Jedes Jahr im warmen Sommer wird das Singen sehr publik. Denn dann gibt's im Hasenreiche den berühmten Sängerkrieg. Wer wird siegen, wer wird diesmal wohl der beste Sänger sein? Passt fein auf und spitzt die Ohren, gleich fällt die Trompete ein. Erlass seiner Majestät, unseres allergnädigsten Hasenkönigs. An unsere lieben Untertanen im Heidehasenreiche. Wir, Lamprecht der Siebente, König der Hasen und Karnickel, geben hiermit kund, dass am morgigen Sonntag der Sängerkrieg der Heidehasen in Obereidorf stattfinden wird. Jeder Hasensänger, der am Sängerkrieg teilnimmt, darf nach alter Tradition ein Lied vortragen, dessen Text er selbst gedichtet und dessen Melodie er selbst komponiert haben muss. Wer das schönste Lied auf unsere Tochter, die Prinzessin des Heidehasenreiches, singt, ist Sieger und erhält zur Belohnung unsere Tochter zur Frau. Jeder Sänger, der am Sängerkrieg teilnehmen möchte, kann sich von Herrn Direktor Wackelohr vom Hasenmusikverein und vom Herrn Minister für Hasengesang prüfen lassen. Wer Sieger ist, bestimmt die königliche Familie. Gegeben zu Schloss Löffeleck im Karolimona. Lamprecht der Siebente, König der Hasen und Karnickel. Hey, die, oh.